Die Veranstaltungstipps auf CenterTV werden Ihnen präsentiert von Köln-Ticket. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Köln-Ticket-Veranstaltungstipps auf CenterTV. Die Konzerte des Jugendchor St. Stephan sind eine Größe im Eventkalender der Stadt Köln. Und dieses Jahr schon zum 10. Mal gibt es das traditionelle Weihnachtskonzert in der Lenz-Hess-Arena am 19.12. Ich treffe heute hier im Probenraum des Jugendchor St. Stephans Michael Kokott. Er ist der Leiter des Chors und ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat, ein bisschen über seine Arbeit, seine Sänger und über das Konzert in der Lenz-Hess-Arena mit mir zu sprechen. Hallo Herr Kokott, schön, dass Sie da sind. Während Köln jetzt auf das ganz große Jugendchor-Konzert im Dezember wartet, haben Sie schon ein Highlight hinter sich gebracht in diesem Jahr? Sie haben bei der Bambi-Verleihung, Entschuldigung, mit Ihrem Chor gesungen. Wie kam es denn zu dieser Einladung? Ja, das war wirklich eine große Ehre für uns. Wir haben ja die Chorgesänge zu dem Unheilig-Hit Geboren, um zu leben, beigesteuert. Und mit dem Graf haben Sie. Genau, und die CD von Unheilig ist ja dieses Jahr rauf und runter gespielt worden, ist so oft verkauft worden wie keine andere CD aus dem deutschsprachigen Raum. Und deswegen hat der Graf den Bambi bekommen. Und da war es ein persönlicher Wunsch, dass eine Aborchtung des Jugendchors St. Stephan und der Lucky Kids nach Berlin fahren und dort bei der Bambi-Verleihung mit auftritt. Sie hatten einen kleinen Solosänger auch dabei, 12 Jahre alt. Sind die Kinder und die Jugendlichen auch noch aufgeregt, wenn sie so ganz große Events dann haben, oder ist das Alltag? Ein bisschen ist es Alltag und Routine. Das ist auch gut, denn dann muss man nicht immer Nervennahrung geben und beruhigen. Natürlich, solche Sachen wie den Bambi erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben und das ist natürlich dann schon. Viele erleben es gar nie. Ja, das, oder nur am Fernsehen. Na, das war schon toll, dass auch so den ganzen Hintergründe, so Backstage das mitzubekommen, wie das da bei den Bambi-Verleihung läuft, ist schon einzigartig gewesen. Jetzt, wie gesagt, erfreuen Sie aber Köln mit einem ganz großen Konzert. Zum 10. Mal sind Sie in der Lenz-Hess-Arena zu Gast. Ja, wir versuchen immer, das Weihnachtskonzert so zu gestalten, dass für jeden was dabei ist. Also bei anderen Weihnachtskonzerten ist ja so, dass die sehr, sehr speziell sind. Also es gibt Kölsche Weihnacht ja in Hülle und Fülle. Ja. Es gibt klassische Konzerte in Kirchen, in Konzertsälen. Und wir machen von jedem etwas, sodass jeder auf seine Kosten kommt und jeder Freude hat. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr ganz neu aus der Oper Hänsel und Gretel den Abendsegen der Engel einstudiert. Das wird sicherlich ein ganz besonderer Moment werden. Wir haben aber auch viele kölsche Lieder. Wir sind in der glücklichen Lage, dass Kölner Komponisten auch für den Chor speziell eigene Lieder geschrieben hat. Und da gibt es so eine ganze Reihe, die wir in unsere Konzerte mit einbauen. Und unter Kult fällt eben auch Unheilig, die ja wirklich in diesem Jahr zum Kult geworden sind. Und da werden wir das Lied Geboren, um zu leben mit Orchester und Band spielen. Und wir werden auch das neue Lied von Unheilig spielen, Winter. Das wird dann von uns jedenfalls zum ersten Mal in der Arena aufgeführt. Ist die Arbeit mit so jungen Leuten anders als mit einem klassischen Chor? Oder ist das Hauptsache, die singen, für den Chorleiter dann egal? Also ich habe ja alles. Ich habe ja wirklich von Kindern bis hin zum Seniorenchor und alles, was dazwischen ist. Und das macht es für mich natürlich auch sehr attraktiv und spannend. Wenn ich jetzt jeden Tag Jugendchor oder Kinderchor hätte, wäre es auch sehr eintönig. Und bei mir ist auch immer viel Abwechslung drin. Und jede Generation und jeder Chor hat so seine Besonderheiten. Und die schätze ich. Und da ist bei mir auch immer Abwechslung und manchmal füge ich sie auch alle zusammen und das funktioniert auch. Es ist also nicht so, als würden die Jüngeren mit den Älteren nichts zu tun haben wollen oder umgekehrt, sondern da funktioniert eigentlich so diese generationenübergreifende Arbeit schon sehr gut, was in unserer Gesellschaft fast vorbildlich ist. Ne? Die Sänger, dürfen die das Programm mitbestimmen, äußern die Wünsche oder sagen die auch, sagen Sie mal, was wir singen sollen, das machen wir dann. Das ist natürlich ein heißes Eisen, weil also wenn bei 100 Leuten, wenn wir immer abstimmen würden, gäbe es, glaube ich, nur Chaos. Ne? Also eine richtige Demokratie kann es da nicht geben. Da bin ich schon der die Vorgaben macht. Aber ich habe natürlich auch Augen und Ohren und sehe oder höre, wenn der Chor irgendeinen Vorschlag nicht so gerne singt und nicht so annimmt. Und dann verschwindet das meistens so klammheimlich wieder in der Notenkiste. Also doch so eine Quasi-Demokratie da am Ende. Was Sie aber gerne haben, ist, wenn Ihr Publikum mitsingt in der Lenz-Hess-Arena. Da ist also Mitsingen schon
gefordert. Auch ja, und das ist vor allen Dingen gewünscht. Und das ist das Schöne. Das gemeinsame Singen beschränkt sich ja auf wenige Momente im Jahr. Also so in der Familie wird das vielleicht Weihnachten noch gepflegt. Oder man singt im Fußballstadion, wobei jetzt beim FC ja eher nicht die Jubelgesänge angestimmt werden. Ja, doch. Aber bei uns in der Arena am 19.12., da kann man jubilieren und da kann jeder mitsingen, ob er jetzt die Töne trifft oder nicht. Das ist egal. Das merkt vor allem eben keiner. Wenn da viele tausend Leute zusammen sind, dann verliert man auch so die Hemmungen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, können Sie mir mal was vorsingen, würden Sie vielleicht genauso reagieren. Nein, das wollen Sie nicht wirklich. Ich bin und sicher. Und so ist das Schöne, wenn man in der Gemeinschaft ist und in der Masse, dann singt man wirklich aus Herzenslust und das ist toll. Dann geht man unter am Ende so ein bisschen in der Menge. Und Sie haben sich auch, das ist ja typisch weihnachtlich, Gäste eingeladen und einen Gast speziell, der vielleicht auch singt, aber eher spricht. Ja, das ist Jean Pütz, den kennt man ja von der Hobbythek, ist ja Fernsehmoderator und genau das war es, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich so der Prototyp des Weihnachtsgeschichtenerzählers. Da habe ich schon seit langem hatte ich so die Idee. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das machen würde und da hat er dann spontan zugesagt. Und als wir uns letztens trafen, da sagte er, ich hätte da auch noch ein Lied. und dann sang er mir das direkt vor. Und, also er kann tatsächlich singen. Und, ich habe da mal was vorbereitet, genau. Hat er gesagt. Ich glaube, das wird richtig schön. Und ja. jetzt wird er mir das mal demnächst noch mal richtig vorsingen. Dann werde ich das aufschreiben, die Noten, sodass der Chor dann auch mitsingen kann. Und ich bin sehr gespannt. Ja, wir auch. Am 19.12. können wir ihn dann live erleben. Sie haben heute hier auch Probe noch und singen uns auch gleich ein Lied. Ist es so, dass Sie jetzt wirklich auch nur noch dieses Konzert vorbereiten oder macht man dann noch andere Dinge? Stehen da noch andere Programmpunkte? Ach, wir haben ja immer zwischendurch noch Dinge und das Weihnachtskonzert ist für uns natürlich das Highlight im Jahr und da haben wir jetzt auch schon seit vielen Wochen Proben dafür. Aber jetzt diese Woche waren wir beispielsweise bei der Chartshow, das mussten wir auch noch zwischendurch mal schnell üben. Okay. Und dann die Firmung, das war natürlich auch jetzt keine Weihnachtslieder, das passt da nicht so. Aber wir haben mittlerweile so ein großes Repertoire und viele sind ja auch schon viele Jahre dabei, sodass man da eigentlich schnell die Noten austeilt, lass man nochmal singen und dann klappt das schon. Sie sind schon richtig eingestellt. Sie proben gleich noch ein bisschen und jetzt singt Michael Kokot, singen Sie auch oder leiten Sie nur? Ich leite und singe so heimlich mit. Michael Kokot und sein Jugendchor St. Stephan singt uns jetzt frohe Weihnacht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wir sehen uns gleich nochmal. Vielen Dank. Danke auch. Wenn Sie Lust bekommen haben, den Jugendchor St. Stephan zu erleben in der Lanxess Arena und sich
kurz vor Heiligabend auf Weihnachten einzustimmen. Dann können Sie das am 19.12. Ihre Tickets buchen Sie wie immer unter www.kölnticket.de über die Hotline Köln 2801 oder Sie kaufen sie bei unseren exklusiven Premium-Vorverkaufsstellen.